Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei meinem nächsten Teil von Wir wissen nicht, was wir tun. Ich wollte euch noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir gerade diesen Sound hier, dieses Whip-Whip gebaut haben. Und das wunderbar alles zusammenpasst. Und wenn wir jetzt diesen Whip-Whip-Whip haben, kann man den auch wunderbar über eine Return-Spur steuern. Achtet bitte bei der Return-Spur darauf, nicht so wie ich gerade, dass ihr hier hinten auf jeden Fall Limiter drauf setzt, die das Ganze limitieren. Ja, und dann, also ich finde, das bockt, für ein Tutorial reicht's. Nein, natürlich nicht, ist cool. Wir nennen das ganze Ding mal Blub. Und dann ist gut. So, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen Vocal, Vocal, Vocal mit reinbringen. Und da sagen wir jetzt einfach mal, ich muss was meinen Kopfhörer abnehmen. Was sagen wir jetzt? Machen und jetzt kommt dieses Grausige, dass ich meine eigene Stimme höre. Das kann ich überhaupt nicht höher leiden. Na, ich musste da die Kopfhörer erstmal leiser machen. Das heißt, wir schneiden uns mal den Part raus. Loopen und Sample stutzen. Ableton Tutorials. Und dann werden wir uns das Ding einfach mal kopieren. Dann werden wir mal schauen. Dass wir uns das hier auch stutzen. Und dann nicht loopen. So. Und hier erzeugen wir mal eine MIDI-Spur. Allerdings müssen wir diesen Pfeil vorher hier bearbeiten. Das heißt, wir loopen uns den doch nochmal und werden jetzt einfach mal in die Bearbeitung. Das heißt, Moment, ich kopiere mir hier die Spur, dass mir das Original immer schön erhalten bleibt. Und gehe jetzt hier rein. Ich so schnell reden könnte. Fetzt das und dann, das heißt, will ich den überhaupt vorher bearbeiten? Nö, ich will den gar nicht vorher bearbeiten. Das heißt, ich nehme jetzt meinen Sampler raus, noch anders, ich nehme einen Drum Rack und ziehe den Sound schon mal rein und setze erstmal. Ja, setze den da schon mal rein und was uns gleich auffällt, wir sollten vielleicht die, ja, ist in Ordnung, die Velocity ein wenig höher drehen, dementsprechend natürlich auch hier höher machen. Zack. Und dann die Lautstärke erstmal anpassen. Und vielleicht ist mir das A sogar noch zu lang.
mal anfangen mit einer kleinen Bearbeitung. Das heißt auch hier, ne, jedes Sample, was ohne Raum gespielt wird, braucht einen triftigen Grund dafür. Ja, das Vocal ist vielleicht nicht passend gesetzt auf den richtigen Takten, aber es geht ja darum, dass ihr seht, wie man es machen kann, nicht machen muss. Dann gehen wir wieder rein und sagen: Ableton Tutorials sind echt cool. Sagen hier mal Sample stutzen. Ableton Tutorials sind echt cool. Und dann nehmen wir uns dieses Sample hier raus. Setzen das hier mal rein. Und sagen hier, dass wir zu hoch sind. Moment, erstmal die Kippe aus. Das ist übrigens die letzte Zigarette, Mann. Ich habe mit euch hier 7 Kippen durch verquatscht. Ableton Tutorials sind echt cool. 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 Ableton Tutorials sind echt cool.
Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Es ist jetzt schwer, so ein Arrangement mal hier so zu machen. Man hätte natürlich auch das APC 40 zur Verfügung. Ja, ist ja gut, du Vogel, halt die Klappe jetzt, ey. Ja, und ja, was soll ich jetzt noch weiteres machen? Also ich sag mal, wir haben hier jetzt so einen kleinen Track aufgebaut, den man jetzt noch arrangieren könnte. Natürlich würden hier noch weitere Elemente dazukommen. Aber ich denke mal, für einen Loop ist das hier. Das ist echt cool, Alter. Ableton Tutorials fetzen ja voll. Du Spacken, Alter. Ja, ich denke mal, es reicht. Also, ich werde auch langsam unkreativ, wie ihr merkt, so nach 100 Stunden Tutorial basteln. Das ist voll cool. Ja, ich weiß, deine Mutter. Wie gesagt, das reicht und ich denke mal, dass ich euch auf jeden Fall einen Einblick gegeben habe, wie man es machen kann, nicht machen muss, auch wenn der Sound euch nicht zusagt. Ihr habt, wie gesagt, noch tausende Möglichkeiten. Ihr könnt hier euren Blub nehmen und sagen, alles klar. Ja, und dasselbe könnt ihr natürlich auch bei allen anderen Sachen machen. Und ich komme schon wieder ins Schwärmen, Mann. Ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach auf jeden Fall irgendwie, denke ich mal, gut zu sehen gewesen, dass ich jetzt hier so ein bisschen mit den Frequenzen rumgeschnitten habe, dass ich hier diesen Saturator oft benutzt habe. Und ich sag mal, jeder hat so seine Techniken und es gibt auch bestimmt viele Tontechniker, die hier über mich lachen werden und sagen, du bist voll der Spinner, Mann, der Saturator hat da gar nichts verloren oder die Frequenzen sind völlig falsch geschnitten, du hast dein Reverb falsch gemacht oder bla bla bla. Aber ich sag mal, vielleicht bin ich, wenn es wirklich so sein sollte, ein Unikat und mache als einziger das so. Denn ich verlasse mich auf die Dinger, die ich auf meinem Schädel habe und das sind Kopfhörer und das sind relativ gute Kopfhörer und die sagen mir irgendwo, dein Soundbild passt gut zusammen. Außer dieser komische Blub, der ist vielleicht in der falschen Tonhöhe und die Kongas sind eventuell zu laut, aber das sind Schritte, die muss man dann im Track berücksichtigen, wenn man dann auch die Effekte, sage ich mal, hier anfängt zu automatisieren, denn es ist nicht einfach so, dass ich hier Effekte hintersetze und diese lasse. Nein, das muss alles automatisiert werden und auch hier ist es dann ganz simpel eigentlich, dass ich hier mir alle markiere, sage hier alles klar, gruppieren, öffne mir meine Makrosektion, gehe dann hin und sage, ich möchte den zum Beispiel auf Makro 1, den auf Makro 3 und wenn ich dann hier hinten bin, dann kann ich hier gucken, alles klar, und dann wähle ich mir einfach nur noch mein, hier zum Beispiel mein aus und dann habe ich hier Makro 1 bis sowieso und dann kann ich hier einfach anfangen, wähle dann hier, was weiß ich, mein Makro 2, dann wähle ich hier mein Makro 3 und dann benenne ich die alle schön und so weiter und so fort und dann kann ich hier mir schön meine Automationslinien zeichnen und dann geht das eigentlich alles ganz von selbst. Also man kann es so machen, man muss es nicht so machen. Und vielleicht findet sich ja auch ein gütiger Herr, der mir mal wirklich jetzt hier zum Ende unter diese Tutorial-Serie mal was reinschreibt und sagt, Examin, du hast da irgendwo was richtig gemacht oder du bist voll der Vollspacken und hast überhaupt gar keine Ahnung, wovon man redet und dein ganzer Scheiß, den du dir da selbst beigebracht hast, der ist total für Müll. Ja, gerne. Ich nehme Kritik gerne an und ich hoffe, ihr konntet euch was abschauen und ich habe eure Wünsche halbwegs erfüllen können. Ich werde mal sehen, dass ich das Ding hier so, wie es ist, eventuell einfach mal hochlade und ihr euch das dann runterladen könnt. Baut dann noch ein bisschen was dazu und wenn ihr irgendwann fertig seid, könnt ihr mir das Ding ja mal schicken und dann werde ich so die 10 besten, wenn überhaupt 10 zurückkommen, werde ich dann die 10 besten einfach hier ausstellen bei YouTube, mit eurer Erlaubnis natürlich, die 10 besten sozusagen vorstellen. Und ja, macht bitte keinen Blödsinn mit meiner Stimme. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit und haut rein. Wir werden uns im nächsten Jahrhundert wiedersehen, vielleicht auch schon morgen. Und ja, viel Spaß damit. Haut rein. Tschüss.